Entrepreneurship bedeutet für mich, dass man mit wenigen Ressourcen versucht, das Beste aus der Idee zu machen, was geht. Auf unsere Arbeit bezogen bedeutet das, dass wir als gemeinnützige Organisation natürlich noch weniger Ressourcen haben und versuchen müssen, die noch besser einzusetzen für unsere sozialen Projekte. Ich glaube nicht, dass Unternehmertum die Welt verbessern kann, alleine. Das kann es sicherlich mit innovativen Ideen und Ansätzen. Aber letztendlich muss die Zivilgesellschaft und die Politik die großen Fragen der Welt beantworten. Ich bin als 24-Jähriger eigentlich mit einer Idee, die größenwahnsinnig genug war, mit meinem Cousin einfach losgelegt. Und wir hatten nie gedacht, dass wir da ankommen, wo wir jetzt gerade sind. Und es war eigentlich eher ein Zufall von zwei Anfängern, die nicht wussten, wie man es sonst machen könnte. Wir haben einen gemeinnützigen Verein in Berlin gegründet vor 10 Jahren, der in regelmäßigen Abständen soziale Ideen in die Welt bringt. Unter anderem die Wheelmap, die Online-Karte für rollstuhlgerechte Orte, die inzwischen weltweit die größte geworden ist. Bei uns gibt es irgendwie alle 3 Jahre so Momente, die uns besonders glücklich machen. Wir nennen es Wachstumsschmerzen. Das sind die, wo wir dann merken, okay, mit unserer bisherigen Struktur funktioniert es nicht mehr. Wir müssen uns neu erfinden. Und immer dann, wenn es uns gelingt, dann haben wir große Glücksgefühle. Macht dann überhaupt keinen Spaß, wenn man sich mit den Dingen auseinandersetzen muss, wie Steuerrecht oder andere Rechtsfragen, für die man selber gar keine Ahnung hat und dann Experten zu Rate ziehen sollte, die es auf jeden Fall besser können, als wenn ich mich jetzt hinsetze und anfange, Lektüre zum Thema Steuerrecht zu lesen. Das macht keinen Spaß.